Hallo und ganz herzlich willkommen zu dem heutigen Video, in dem wir uns mit Funktionenscharen beschäftigen und mit der Untersuchung der Funktionenscharen, also mit Tiefpunkten, Hochpunkten und auch mit Ortskurven. Erst eine ganz kurze Einführung, was sind eigentlich Funktionenscharen? Ich habe hier ein Arbeitsblatt, das ich auch im Unterricht verwende. Das füllen wir jetzt einfach kurz zusammen aus. Also, wir haben die Funktion x², die ganz normale Normalparabel. Diese kann man natürlich strecken und stauchen, indem man sie mit einem Faktor multipliziert. Zum Beispiel 2x², 4,5x² minus 3x² Wurzel 2x² und so weiter. Also, wenn man einen beliebigen Faktor vor das x² hängt, kann man die Parabel strecken und stauchen. All diese Funktionen zusammen nennt man Funktionenschar. Hier haben wir die Funktionenschar fk von x gleich k mal x². Das heißt, ich kann für k jede reelle Zahl einsetzen und ich bekomme immer eine Funktion. Wenn ich für k 2 einsetze, bekomme ich 2x². Das ist eine Funktion der Funktionenschar. Und die Funktionenschar fk von x beinhaltet alle Funktionen x² mit Vorfaktor. Diese Funktion kann man natürlich auch veranschaulichen. Ich habe hier einfach mal den Term eingegeben, kx² und hier ist ein Schieberegler für k. Für k gleich 1 haben wir die Normalparabel. Wenn ich k größer mache, wird die Parabel immer enger. Für kleineres k wird sie immer weiter und für negatives k wird sie sogar in x-Achse gespiegelt. Die Funktionsschar kx² beinhaltet alle diese Funktionen. Von k gleich minus unendlich bis k gleich unendlich. Ich habe hier nur von minus 10 bis 10, weil ich schlecht k gleich unendlich darstellen kann, dann wäre es nur noch ein Strich. Gut. So viel zum Verständnis von Funktionenscharen. Mache ich das mal wieder weg. Jetzt ein paar kleine Aufgabchen zum Üben. Ihr könnt es gerne auch selber versuchen. Übrigens, das Arbeitsblatt packe ich in die Beschreibung, wenn ich dran denke, dann könnt ihr es gerne auch versuchen, einmal alleine auszufüllen. Also gibt einen Funktionsterm von f3 von x an. Das heißt, wir setzen einfach für k3 ein. Dann haben wir f3 von x ist 3 mal x². Für welches k ist der Graph von fk die Normalparabel? Die Normalparabel ist einfach x², das heißt k muss 1 sein. Denn für k gleich 1 haben wir 1 mal x², also einfach x², und das ist die Normalparabel. Für welche Werte von k ist der Graph von fk eine nach unten geöffnete Parabel? Ihr könnt es ganz selber überlegen und ich sage jetzt die Lösung für negative Werte von k, also für k kleiner 0. Und dann haben wir sowas wie minus 3x², dann ist das ganze Ding an der x-Achse gespiegelt. Ich kann das auch gerne hier nochmal versuchen. Für negative Werte von k haben wir sie an der x-Achse gespiegelt. Für positive Werte von k haben wir sie hier oben. Und für k gleich 0 haben wir einfach eine Linie bei 0. Letzte Frage, häufige Frage, allgemeine oder häufige Fragestellung, für welche Werte von k ist etwas Bestimmtes gegeben? In dem Fall zum Beispiel, für welche Werte von k verläuft der Graph von fk durch 2-12? Das heißt, wir wollen praktisch, der Graph verläuft durch 2-12. Das heißt, wenn ich in fk 2 einsetze, soll 12 rauskommen. Ich weiß ja, fk von x ist kx². Das heißt, fk von 2 ist k mal 2² ist 12. Ich teile durch 2², also durch 4, bekomme k gleich 3. Das kann ich hier eintragen. Das heißt, so bekommt man das raus. Für k gleich 3 verläuft die Funktion fk durch den Punkt 2-12. Gut. Schauen wir uns mal an, wie man Funktionsscharen ableitet. Der Parameter k wird beim Ableiten auf jeden Fall wie eine Zahl behandelt. Wenn wir also 3x² ableiten, bekommen wir 3 mal 2 mal x heraus, also 6x. Wenn wir, also ich habe hier f3- von x. Wenn wir f minus 7 von x ableiten, also f minus 7- von x, bekomme ich minus 7 mal 2 mal x, also minus 14x. Ich mache immer Hochzahl runter, mal den Vorfaktor und dann habe ich die Ableitung. Also Hochzahl 1 weniger. Und ich behandle k wie eine Zahl. Das heißt, wenn 3x² abgeleitet 3 mal 2x gibt, dann ist kx² auch k mal Hochzahl runter mal Hochzahl minus 1. Das heißt, die Ableitung ist 2kx. Ich behandle k nicht wie eine Variable, sondern wie eine Zahl. So, zur Übung. Könnt ihr es auch gerade erstmal selber versuchen. Ich zoome kurz rein. Das sind ja die Funktionen, die ihr je zweimal ableiten sollt. Ansonsten kommt jetzt die Lösung von mir. T² x. Wir behandeln t, also wir sehen hier, t ist der Parameter. Der Parameter steht immer unten bei der Funktion. So, T² x ist die Funktion. T
T ist ein Parameter, das heißt, wir behandeln T wie eine Zahl. Wenn T eine Zahl ist, ist auch T Quadrat eine Zahl. Das heißt, wir haben hier praktisch Zahl mal x. Und die Ableitung von Zahl mal x ist einfach die Zahl vor dem x. Für T gleich 2 stünde hier 2 Quadrat, also 4x. Die Ableitung ist 4. Das heißt, T ist wie eine Zahl. Ich schreibe hier als Ableitung T Quadrat. Zweite Ableitung, könnte man versucht sein zu schreiben 2t, stimmt auch nicht. Ich behandle t nicht wie eine Variable, x² abgeleitet wird 2x, aber t ist eine Zahl. Das heißt, hier steht eine Zahl, zum Beispiel t ist gleich 2, dann steht hier 4. Das hier ist eine Konstante und eine Konstante abgeleitet gibt 0. Ich behandle den Parameter und Funktionsscharen wie eine Zahl. Das heißt, das hier ist eine Konstante und solange kein x dabei ist, gibt es abgeleitet 0. Weil eine Konstante ist eine Funktion mit Steigung 0. So. E hoch zx, Kettenregel, äußere Ableitung e hoch zx mal die innere Ableitung, zx abgeleitet ist z. Zum Beispiel 3x abgeleitet wäre 3, also ist zx abgeleitet z. Also e hoch zx mal z. Und also, oder andersrum, z mal e hoch zx. So, zweite Ableitung hiervon. Ich leite das hier ab. Achtung, ich brauche keine Produktregel. Z ist keine Variable, Z ist ein Parameter. Wir behandeln Z wie eine Zahl. Das heißt, Z kann als Faktor vorne stehen lassen und wir leiten einfach das hier nochmal ab. Dann kommt nochmal Z mal E hoch ZX heraus. Also Z Quadrat E hoch ZX wäre die Ableitung. So, hier brauchen wir jetzt die Produktregel, denn x ist die Variable und x kommt in beiden Termen vor. Das heißt, wir brauchen hier jetzt tatsächlich die Produktregel. Das heißt, ich leite erst x ab, schreibe das eine ab, plus ich schreibe x ab und leite e hoch rx ab. E hoch rx abgeleitet gibt e hoch rx mal innere Ableitung r. Können wir auch noch das e hoch rx ausklammern, 1 plus xr. So, nochmal ableiten, nochmal Produktregel. Ich schreibe das e hoch rx ab, leite 1 plus xr ab, gibt r. Die 1 fällt eh weg und xr abgeleitet ist wie x mal 3, ist 3 abgeleitet, also r. Plus, ich leite das vordere ab, also r e hoch rx und ich schreibe das hintere ab. Können wir wegen mir noch ausklammern, e hoch rx mal r plus r mal 1 plus xr könnte man noch vereinfachen, r e hoch rx mal r plus xr Quadrat und so weiter. R ist jetzt eher zweitrangig, das Vereinfachen, mir geht es wirklich um das Ableiten und dass wir den Parameter wie eine Zahl behandeln. Aufgabe lesen bitte. Gegeben sei die Funktion char fk von x gleich k mal 1 durch x Quadrat. Übrigens, eine andere Schreibweise hierfür ist k durch x Quadrat. Lasst euch von solchen Schreibweisen nicht verwirren, das schreibt ihr einfach um in k mal 1 durch x Quadrat. Ist eine Funktion char mit Parameter k. Bestimme k so, dass die Funktion an der Steigung, an der Stelle x gleich 1 die Steigung minus 4 besitzt. Dazu sollten wir mal ableiten. Wir wissen, fk von x ist gleich k mal 1 zu x Quadrat, also k mal x hoch minus 2. Das heißt fk'. K ist eine Zahl, kann vorne stehen bleiben. Und x hoch minus 2 abgeleitet ist minus 2 mal x hoch minus 3. Das heißt praktisch minus 2k durch x hoch 3. Die Ableitung. So, es soll an der Stelle x gleich 1 die Steigung minus 4 sein, das heißt fk' von 1 soll minus 4 sein. Das heißt, wenn wir hier für x 1 einsetzen, minus 2k durch 1 hoch 3 soll minus 4 sein. Minus 2k ist minus 4. Heißt so viel wie k ist gleich 2. Gut. Machen wir noch schnell die Rückseite und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt geht es noch um charakteristische Punkte von Funktionen. Schauen wir, berechnen diese ganzen Punkte gleich, wie sie auch mit normalen Funktionen gehen, nur dass wir eben einen Parameter haben. Wir geben jetzt die Funktion char e hoch x minus k und k ist eine reelle Zahl. Die Nullstelle von fe von x. Fe heißt, dass k jetzt die eulersche Zahl ist, das heißt fe von x gleich 0 bedeutet
e hoch x minus e statt k gleich 0 heißt so viel wie e hoch x gleich e heißt so viel wie x gleich 1. Was bewirkt eine Veränderung des Parameters k grafisch? Wir sehen, k ist ein Summand hinten an der Funktion drin, wie zum Beispiel plus 2, plus 3, minus 4, plus 5. Das verschiebt die Funktion nach oben und nach unten. Das heißt, in dem Fall bewirkt der Parameter k eine Verschiebung in y-Richtung. So. Für welche Werte von k besitzt die obige Funktion eine Nullstelle? Bestimme die Werte rechnerisch und erkläre das Ergebnis grafisch. Also, wir wollen, dass fk von x eine Nullstelle besitzt. Das heißt, wir schreiben e hoch x minus k gleich 0. Mit anderen Worten, e hoch x gleich k. Mit anderen Worten, x ist gleich ln von k. So, wir wissen aber, der ln ist nur für positive k definiert, weil e hoch x ist ja immer größer 0, das heißt, diese Gleichung hat nur eine Lösung, wenn k auch größer 0 ist. Das heißt, das geht für k größer 0. Das heißt, für k größer 0 haben wir die Nullstelle ln k. Grafische Erklärung, für k größer 0 wird e hoch x nach unten verschoben, hat dann eine Nullstelle. Für k kleiner gleich 0 bleibt e hoch x gleich oder wird sogar nach oben verschoben, hat also keine Nullstelle. Genau, also immer mit der Verschiebung argumentieren, für k größer 0 haben wir e hoch x minus 2 zum Beispiel, ist also ein E-Term nach, also das soll eine E-Funktion sein, ist also ein E-Term nach unten verschoben. Hat eine Nullstelle. Schreibe ich jetzt nicht auf, aber ich denke, ist klar. Immer mit Verschiebungen argumentieren bei solchen Fragestellungen. So, gegeben sind die Funktionsschar x mal e hoch tx mit t größer 0. Leite die Funktionsschar zweimal ab und vereinfache. Also, haben wir vorher schon gemacht. Ich fasse mich kurz. Ich mache Produktregel. X ableiten, e hoch tx stehen lassen, plus x stehen lassen, e hoch tx ableiten, gibt es hier. Ausgeklammert gibt es e hoch tx mal 1 plus xt. Die zweite Ableitung ist das einfach nochmal abgeleitet. Das heißt, wegen mir e hoch tx stehen lassen mal x, 1 plus xt abgeleitet plus e hoch tx ableiten und 1 plus xt stehen lassen liefert uns e hoch tx mal, was bleibt übrig, wenn ich e hoch tx ausklammere, es bleibt übrig, t plus t mal 1 plus xt. Das heißt, t plus t mal 1 plus xt. Also e hoch tx mal 2t plus xt Quadrat. So viel zur Ableitung. Ich will den Extrempunkt et von der Funktion ft von x. Und ich will wissen, welche Art von Extrempunkt es ist, als ob es ein Minimum- oder Maximumpunkt ist. Ja. Hochpunkt oder Tiefpunkt. Wir setzen für den Extrempunkt erstmal die Ableitung 0. Das heißt, wir setzen f' war das hier. E hoch tx mal 1 plus xt gleich 0. Der E-Term ist immer ungleich 0. 1 plus xt setzen wir 0. Das heißt, der x-Wert ist minus 1 durch t. Das ist also eine mögliche Extremstelle. Wir prüfen mit der zweiten Ableitung f't von minus 1 durch t. Wir setzen also hier für alle x minus 1 durch t ein. Dann haben wir e hoch t mal minus 1 durch t mal 2t plus x, also minus 1 durch t mal t Quadrat. Das hier gibt einfach e hoch minus 1. Das hier gibt t. Könnt ihr euch selber mal ein bisschen Gedanken machen, es gibt einfach t. Wir wissen, e hoch minus 1 ist einfach 1 durch e, also positiv. T ist laut Aufgabenstellung auch positiv. Das heißt, dieses Ganze haben wir positiv mal positiv gibt positiv. Das heißt, x gleich minus 1 durch t ist Tiefpunktstelle. Da die zweite Ableitung größer 0 ist, haben wir einen Tiefpunkt. Ja, und wenn man jetzt dieses 1 minus 1 durch t noch in die Funktion einsetzt, f von minus 1 durch t, dann bekommt man raus minus 1 durch te. Das heißt, der Extrempunkt ist minus 1 durch t strich minus 1 durch te. Und ist ein Tiefpunkt.
So. Bestimme die Gleichung der Ortskurve dieser Extrempunkte. Das ist einfach die am Linie, auf der alle Extrempunkte liegen. Wir wissen, der Extrempunkt ist minus 1 durch t minus 1 durch te. Das heißt, der x-Wert der Extrempunkt ist immer minus 1 durch t. Der y-Wert ist immer minus 1 durch te. So, wir haben hier einen Tipp. Lösen nun Gleichung 1 nach t auf und setzen diese in Gleichung 2 ein. Fertig. Machen wir einfach mal x gleich minus 1 durch t. Heißt so viel wie t ist gleich minus 1 durch x. Das setzen wir in Gleichung 2 ein für t. Y ist gleich minus 1 durch te. Können wir umschreiben zu minus 1 durch t mal 1 durch e. Und jetzt setze ich diese Identität für t hier für t ein. Bekomme ich als y gleich minus 1 durch t, also minus 1 durch minus 1 durch x mal 1 durch e. Wer klingelt jetzt? Okay, es geht weiter. Also ich habe jetzt einfach das erste nach t umgeformt und in das zweite für t eingesetzt. Dann habe ich hier minus 1 durch den Term für t mal 1 durch e. So. 1 durch, kürzt sich praktisch raus, minus, minus, kürzt sich auch raus, hier bleibt einfach x übrig, mal 1 durch e. Also das Ganze hier ist einfach x, das heißt x durch e. Das heißt, unsere Ortskurve y gleich x durch e beinhaltet alle Extrempunkte. Das heißt, alle Extrempunkte dieser Funktion, nämlich alle Punkte minus 1 durch t, minus 1 durch te, liegen auf der, in dem Fall sogar geraden, y gleich x durch e. Soviel für heute von mir zu dem Thema Funktionen Scharen. Ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen näher bringen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themenwünsche, Verbesserungsvorschläge, Kritik, alles Mögliche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, abonniert mich gerne. Ansonsten hoffentlich und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüssi!